Sie, meine Damen und Herren, sind, was das Kinderkriegen angeht, in etwa so erfolgreich unterwegs wie eine gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft. Der Rentenexperte Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen legte im ersten großen Impulsvortrag des 19. Kommunalforums die Fakten gleich auf den Tisch. Unverblümt konfrontierte er seine Zuhörer mit den aus seiner Sicht resultierenden Verantwortlichkeiten. Das heißt, sie sind nicht nur Problem, nein, sie sind die Verursacher des Problems zugleich. So, und das heißt was? Ja, dass sie aufräumen. Ja? Weil wer den Mist verbockt, muss hinterher aufräumen. Wer den Fluss verschmutzt, macht ihn wieder sauber. Ja? Der Verursacher ist verantwortlich für das, was er verursacht. So, und das ist die Leitidee, die wir in allen Diskussionen um die Reform der sozialen Sicherungssysteme mit uns tragen müssen. Insgesamt debattierten unter dem Motto Alternde Gesellschaft, Herausforderung und Chance etwa 400 kommunalpolitische Entscheidungsträger über die Folgen des demografischen Wandels. Neben dem Freiburger Universitätsprofessor Raffelhüschen gaben Gastredner aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft die entsprechenden Anregungen. So referierte beispielsweise Gesamtmetallpräsident Dr. Rainer Dulger über die Gefährdung einer schleichenden Deindustrialisierung sowie Dr. Sven-Olaf Obst vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend über die eigentlichen Chancen der derzeitigen Situation. Viele stellen sich das vor, dass Demografie wie ein Tannenbaum aussehen muss. Nur weil in unserer Altvorderen die Gesellschaft Ende des vergangenen Jahrhunderts oder Anfang des vorvergangenen Jahrhunderts wie ein Tannenbaum aussah. Das ist aber eher ein Ausdruck dafür, dass die Leute sehr, sehr viel zeitiger gestorben sind, sehr viel schneller verschlissen waren und mit 50 eigentlich schon fast aus der Gesellschaft nicht nur herauswandern mussten, weil sie nicht mehr konnten, sondern auch tatsächlich gestorben sind. Geistig und körperlich fitte Menschen jenseits der 60 sind hingegen nicht erst seit Ende des vergangenen Jahrhunderts längst gang und gäbe. Ein Fakt, der nicht nur Chancen, sondern auch entsprechende Herausforderungen mit sich bringt. Die schlechte Botschaft dazu ist, das muss wer bezahlen. Und meine Generation ist schlichtweg, steht ja auf dem Standpunkt, dass das die Jungen bezahlen müssen. Und die Jungen sagen, nee, warum? Wir sind so wenig. Und daran haben die Alten ja doch etwas Beteiligung gehabt. Eine steigende Geburtenrate hält Raffelhüschen übrigens nicht für den Ausweg. Die Lösung des demografischen Problems ist keine demografische Lösung. Sie kann es nicht sein. Eine demografische Lösung braucht zu lang. Wenn wir jetzt unsere Kinderzahlen wieder verdoppeln würden, würde das Problem in 2030 trotzdem existieren. Das heißt, wir müssen eine andere Lösung suchen. Und die andere Lösung heißt, Menschen, die wenig Kinder in die Welt gesetzt haben, zu sagen, okay, da habt ihr das Problem verursacht und dann müsst ihr eben halt auch damit leben, dass die Rentenversicherung keine Lebensstandardsicherung, sondern eben eine Basisversorgung ist. Heißt konkret, Altersvorsorge wird immer wichtiger. Wie Sparkassenpräsident Peter Schneider allerdings in seiner Rede betont, ist es für den Sparer unter den aktuellen Bedingungen nicht einfach. Ein Volk, das immer mehr altert, muss mehr vorsorgen. Aber die Menschen, denen wird es verleidet durch Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Das sind auch ganz große Herausforderungen an uns, wo die Hälfte der Sparergelder, nämlich rund 127 Milliarden, heute bei Sparkassen in Baden-Württemberg liegen. Wir müssen Antworten auf diese Fragen geben. Zuwanderung, so die einhellige Meinung des Forums, sei übrigens keine Möglichkeit, die Finanzierung der älteren Generationen in den Griff zu bekommen. Die Zuwanderung wird uns dieses Problem überhaupt nicht vom Hals nehmen. Überhaupt nicht. Das ist sogar spätkoloniales Denken. Das verurteile ich zutiefst. Wir können doch nicht glauben, dass junge Menschen zu uns kommen und anschließend vermehrt für uns arbeiten, für den Wohlstand unserer Renten beispielsweise, für unser Rentenniveau. Das halte ich für wirklich koloniales Denken. Das geht nicht. Sondern wir müssen schon selber mit dem Vorlieb nehmen. Alle Vortragenden heute haben gesagt, dass die Zuwanderung unser demografisches Problem des Älterwerdens nicht löst. Da müssen wir den Kopf schon selber hinhalten, so der Sparkassenpräsident. Eine Meinung, die ihm Professor Raffelhüschen wohl sofort unterschreiben würde.